Hi, willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ron Alex Falschstempel aktuell. In Zusammenarbeit mit dem Bundforum möchten wir euch auf die Poststempel Iserlohn 1 des Hauptpostamtes hinweisen. Denn diese Poststempel werden derzeit auf eBay verkauft und befinden sich somit in Privathand. Und hier haben wir schon die Ansammlung der Poststempel aus Iserlohn. Der erste Poststempel, der ins Auge fällt, ist hierbei der Poststempel Iserlohn Stern 1 mit dem Kennbuchstaben K. Dieser Poststempel scheint aus den 30er Jahren zu stammen. Weiter geht es nun mit den hier abgebildeten Poststempeln. Zum einen Iserlohn 1, 21b. In der Mitte daneben befindet sich auch wieder Iserlohn 1, 21b mit dem Kennbuchstaben P. Dieser Stempel scheint fest eingestellte Jahreszahlen aus den 50er Jahren zu besitzen. Und daneben rechts wieder Iserlohn 1, 21b, dieses Mal mit dem Kennbuchstaben E. Weiter geht es nun mit den hier abgebildeten Poststempeln der oberen Reihe. Auch hier wieder natürlich Iserlohn 1 Poststempel. Ganz links haben wir einen Poststempel mit dem Kennbuchstaben A. Bei dem Poststempel in der Mitte scheint es sich um einen Stempel aus den 40er Jahren zu handeln. Der Kennbuchstaben ist leider nicht mehr gut erkenntlich. Bei dem Kennbuchstaben könnte es sich aber um ein A handeln. Und rechts außen haben wir dann ein Poststempel mit dem Kennbuchstaben H. Hierbei sieht es aus, als ob man die Jahreszahl flexibel einstellen kann. Man erkennt eine 69 und darunter die 70. Hier nochmal ein Blick auf die Seite des Stempels. Dieser wurde hergestellt von Raab und Söhne. Der hier abgebildete wurde hergestellt von H. Donner aus Wuppertal. Wer es sehen konnte, befinden sich die zuvor gezeigten Poststempel in Privathand und wurden auf eBay verkauft. Mit den gezeigten Poststempeln lassen sich jetzt leider einige Jahrzehnte der Postgeschichte Iserlohn abbilden. Von den 30er Jahren bis in die 60er und 70er Jahre. Man kann hierbei jetzt nur hoffen, dass keine Abstempelungen zum Schaden der Sammler entstanden sind. Wie ihr also sehen konntet, befinden sich die Poststempel des Hauptpostamtes Iserlohn 1 nun leider in Privathand. Aus diesem Grund immer Augen auf beim Markenkauf und zu euren eigenen Sicherheit kauft geprüfte Stücke. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, zackige Grüße und bis zum nächsten Mal. Also bis dann, tschüss!